So, versteht man uns, dann würde ich euch mal bitten, euch ein bisschen näher hier zur Tischtennisplatte und zu uns zu bewegen, damit wir nicht so verstreut stehen, weil ihr seid ja doch eine ganze Menge Leute. Und wenn alle auf einem Haufen sind, dann sieht es fototechnisch noch schöner aus. Mit den Fahnen, mit den T-Shirts, mit euch natürlich. Wir versammeln uns mal hier, so zwischen den beiden Lauten. Und was geht jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Machen wir mal so, der eine kommt mal zu meiner Linken, genau. Ihr bleibt mal so. Ja, wunderbar. Drückt dicht dran, ihr könnt auch in Zweier reinstehen. Ich sag mal hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in München und herzlich willkommen am Stachus. Wir sind heute hier wegen 8,50 Euro, wegen Mindestlohn, das weiß jeder, das sieht jeder, unschwer zu erkennen. Vieles darüber wissen wir. Wir wissen aber auch, dass es Schlupflöcher gibt, Ausnahmen und Schlupflöcher. Und darüber wollen wir heute reden, nämlich mit Heiner Birner zu meiner Linken. Herzlich willkommen von euch auch. Ja, danke schön. Mit Heinz Neff von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Herzlich willkommen auch an dich. Danke für den Applaus. Mit Mustafa Öz von der NGG, Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Schön, dass du da bist. Mit Rudolf Lenz, wo ist er? Der steht da. Lass die Schultern nicht so hängen. Und freue dich, dass du hier bist. Wir freuen uns auch alle. Herzlich willkommen. Und nicht zuletzt mit der einzigen Dame in der Runde, mit der Natalia. Natalia Wolf-Bernalte. Bravo, siehst du, du kriegst den meisten Applaus, den größten. Es geht weiter, hier fällt was runter. Seit einigen Wochen sind wir mit diesem Sprinter unterwegs durch ganz Deutschland. Es geht um den Mindestlohn, klar, schon gesagt. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen ein bisschen geändert. Das Gesetz ist in der vergangenen Woche durch den Bundestag gegangen. 3,7 Millionen Menschen werden davon direkt profitieren. Dennoch, der Slogan von Verdi bleibt aktuell Mindestlohn ohne Ausnahmen und ohne Schlupflöcher. Mustafa, wo sind denn kurz gesagt die Ausnahmen und Schlupflöcher nochmal zusammengefasst? Ja, es gibt vier klar definierte Schlupflöcher. Das sind Jugendliche unter 18 Jahre, Praktikanten, die Zeitungszusteller und Zeitungszustellerinnen und die Langzeitarbeitslosen, was für mich aber vor allem das Größte und das Schlimmste noch ist. Ich sag's mal an euch alle, wir müssen das Mikrofon ganz, ganz dicht rannehmen, damit man uns auch halbwegs gut versteht. Ein paar Zahlen habe ich aufgeschrieben, aktuell. Über 5 Millionen Deutsche verdienen weniger als den gesetzlichen Mindestlohn. Zurzeit sind das 5,2 Millionen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Und rund 1,2 Millionen Menschen verdienen sogar weniger als 5 Euro oder glatt 5 Euro. Das ist doch eine Schande. Wenn ich das jetzt mal auf München beziehe, eine der teuersten Städte in der Republik, wenn nicht sogar die teuerste. Wie sieht denn das bei euch aus? Was bedeutet das für die Region? Also, die Bedeutung ist immens. Wir freuen uns total über die Einführung des Mindestlohnes. Es zeigt, dass es sich lohnt, langen Atem zu haben, über 10 Jahre gemeinsam Verdi, NGG, mit den Kirchen zusammen zu kämpfen für die Beschäftigten, die am untersten Rand arbeiten müssen, mit den niedrigsten Löhnen arbeiten müssen und natürlich in einer Metropole wie München kaum eine Chance haben, von dem niedrigen Lohn überhaupt menschengerecht zu leben. Wir als NGG haben keinen Tarifvertrag, der Löhne unter 8,50 Euro vorsieht. Aber trotzdem gibt es Unternehmen, zum Beispiel im Bäckerhandwerk, zum Beispiel in den Gaststätten und Hotels, wo Beschäftigte weit unter dem Tarifvertrag beschäftigt werden, obwohl es die Tarifverträge gibt, und somit eine Schmutzkonkurrenz entsteht. Die, die sich daran halten, die, die sich an Gesetz und Tarifverträge halten, leiden daran, dass andere auf dem Rücken der Beschäftigten versuchen, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, an Personalkosten zu sparen. Und dann sind Löhne von 5 oder 6 Euro an der Tagesordnung, auch in unserer schönen Landeshauptstadt München. Danke, Mustafa. Ich darf vielleicht mal was dazu sagen. Viele von euch haben diese wunderbaren T-Shirts an. So schnell waren wir leider nicht. Da steht noch 8,50 Euro drauf.
Die Münchner sind uns voraus. Die sind schon schneller als wir. Heiner, du hast mal kurz das Wort, weil es geht ja eigentlich um viel mehr mittlerweile schon, weil die 8,50 € sind doch theoretisch schon überholt, oder? Wir haben schon immer gesagt, dass 8,50 € deutlich zu wenig ist, vor allem in einem so teuren Ballungsraum wie München. Aber nicht nur wir Münchner fordern die Erhöhung des Mindestlohns von 8,50 € in Richtung 10 €, sondern alle Gewerkschaften. Wir haben gesagt, die 8,50 €, das ist ein historischer Erfolg, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Ohne unsere Kolleginnen und Kollegen von der NGG, ohne Verdi, ohne die Wohlfahrtsverbände, ohne die Kirchen, hätten wir keinen Mindestlohn. Das ist unser gemeinsamer großer historischer Erfolg. So, und jetzt geht es aber darum, einmal die Schlupflöcher nochmal wegzubringen. Wir fordern den Bundesrat auf, dass er in seiner Gesetzgebung bzw. in seiner Zustimmung die Schlupflöcher dicht macht, denn das ist unfair und ungerecht, was da passiert. Und dann muss ab 2017 der Mindestlohn schnell in Richtung 10 € erhöht werden. Und nachdem wir immer von der schnellen Truppe sind, fordern wir heute schon die 10 €. Ich danke dir. Ich will mal kurz dazu sagen, Mustafa, du musst bald gehen. Also wenn du gehen musst, dann gehst du. Aber da wissen wir alle, dass er zum Job muss. Nicht der Betriebsversammlung. Der Grund ist also nicht, dass du uns nicht leiden kannst oder so. Ne? Alles klar. Danke erstmal. Rudolf, magst du mal herkommen zu uns? Das ist unfair, das ist ungerecht, hat Heiner gerade gesagt, mit den Schlupflöchern. Du als Experte kannst mal zum Thema Langzeiterwerbslose sprechen, weil die bilden ein ganz, ganz großes Schlupfloch, Langzeiterwerbslose, in den ersten 6 Monaten. Erste Frage mal an dich, weil die Antwort, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, hat mich selber sehr erschrocken. Ab wann gilt man als Langzeitarbeitsloser? Ob einem Jahr. Ein Jahr bedeutet schon langzeitarbeitslos. Das ist nicht wirklich lange, 12 Monate. Wie geht's dir damit? Was hast du für Erfahrungen damit? Und was würde dieses Schlupfloch für dich und andere Langzeiterwerbslose weiterhin bedeuten? Ich gebe dir mal das Mikrofon mit der Bitte darum, dass du laut sprichst und es ganz dicht an den Mund hältst. Ja, also das waren jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Vielen Dank. Also die Situation für die Langzeitarbeitslosen ist eigentlich bekannt. Vor allem halt die Schikane am Jobcenter. Dann das Problem der Eingliederungsvereinbarung, dieses Reindrücken in ziemlich miserable Maßnahmen, diese Quick-Qualifikationen, das sind alles Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Was den Mindestlohn anbelangt, also natürlich sind wir dafür, dass diesen Mindestlohn jetzt endlich gibt, auch wenn er jetzt da praktisch so stufenweise realisiert wird, erst ab 2017 soll er gelten. Für die Langzeitarbeitslose bedeutet, ist das ziemlich problematisch, weil im Normalfall gibt es ja sowieso nur die befristeten Arbeitsverträge. Das heißt also praktisch bis zu einem halben Jahr. Dann endet der befristete Arbeitsvertrag und dann ist man wieder raus. Und das heißt also, das ist ein Drehtüreffekt, das heißt, der Nächste kommt wieder rein und diese Schmutzkonkurrenz, die schon erwähnt worden ist von unseren Kollegen von der NGG, wird damit nicht beseitigt. Was noch ein anderes Problem ist, ist vielleicht nur dieses Problem der aufstockenden Leistungen. Also die Aufstocker, das ist eigentlich für mich das größte Übel, weil auf der anderen Seite verdienst du zu wenig, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und dann musst du dich noch mit dem Jobcenter auseinandersetzen. Danke dir, Rudolf, danke, danke. Kurz mal dieses Mikrofon, ja, Applaus, sehr, sehr gerne Applaus. Für die hier vorne stehen und reden. Die Aufstocker, das ist ja auch eine Problematik, die sich vielleicht nicht jeder so ganz vergegenwärtigt. Weil das, was aufgestockt wird, wird von uns allen bezahlt, oder? Das sind Mittel der Versicherten in der Arbeitslosenversicherung, das wird von der Gesellschaft bezahlt. Und diejenigen, die profitieren davon, das sind die Lohndrücker unter den Unternehmern, die bekommen nämlich dann quasi von uns allen den Lohn aufgestockt bzw. die Lohnkosten erstattet, statt dass sie selber ihre Leute anständig entlohnen. Und das, denke ich, ist nämlich auch so eine Geschichte, wer sich denkt, der Mindestlohn geht mich nichts an. Der Mindestlohn geht uns alle etwas an, denn wir alle haben damit zu tun. Wir kommen mal zu den Jugendlichen. Natalia, kommst du mal her? Bitte.
Hey, wisst ihr nicht, die Fankurve. Natalia, die Jugendlichen, wie sieht es bei denen aus aktuell? Also es gibt ja Ausnahmen. Aktionen starten, Flugblätter verteilen, mehr fällt mir leider selber auch nicht ein. Aber das ist doch genau das, was wir jetzt machen, oder? Also Applaus für uns alle, für diese Aktion hier, für uns alle, die wir da sind. Und auch Applaus schon im Vorfeld für Heinz. Du bist jetzt kurz dran mit deiner Abschluss-Einschätzung, bevor dann Heiner das Abschlusswort hält für uns. Gut, was kann man noch machen? Ich fasse es mal kurz in ein Stichwort zusammen. Was bin ich dir wert? In Deutschland reden wir ja sehr ungern darüber, was man verdient. Ist so eins der Tabuthemen. Aber ich will schon dafür, einfach mal zu informieren, wie viel oder besser gesagt, wie wenig Leute bekommen, mit denen wir alle täglich zu tun haben, die dafür sorgen, dass wir alle hier in München oder überhaupt in Deutschland überhaupt leben können, arbeiten können, einkaufen können und so weiter und so fort. Und ich denke, wir müssen allen bewusst machen, wie die Lohnverhältnisse überhaupt sind in unserem Land. Danke dir. Jetzt kommt Heiner dran und vielleicht kann man mal zusammenfassend schon mal sagen, ich meine, der Mindestlohn ist ja schon ein Riesenerfolg. Die 10 Jahre Kampf darum, die darf man nicht vergessen. Dennoch, Doppelpunkt, Anführungsstrich. Zum Ersten dürfen alle, die wie wir hier sind, haben ja mitgekämpft, haben mitgewirkt. Und wir dürfen uns auf die Schulter klopfen, dass ab Januar 2015 fast 4 Millionen Menschen mehr Lohn bekommen in dem Land. Das ist unser gemeinsamer Erfolg, ich will sogar sagen unser historischer Erfolg. Wir werden nicht locker lassen, dass die Schlupflöcher, die unfair sind und die ungerecht sind, dass die gestopft werden, dass die entweder noch durch den Bundesrat wegkommen oder dann sehr schnell danach. Denn es kann und darf nicht sein, dass die Arbeitgeber erstmal fragen, wie lange sind sie denn arbeitslos? Aha, 1 Jahr und 1 Monat, dann brauche ich nur 6 Euro zu bezahlen. Das wird doch die Praxis sein und genau das müssen wir verhindern. Das dritte Wichtige wird sein, dass der Mindestlohn scharf kontrolliert wird. Denn ohne Kontrolle wird die Lohndrückerei und der Beschiss durch die Arbeitgeber weitergehen. Deshalb brauchen wir ausreichend Stellen beim Zoll und ausreichend Kontrollen durch die Sozialversicherungsträger. Und das ist, warum wir auch heute hier sind, 8,50 Euro ist der erste Schritt. Und jetzt kämpfen wir ab sofort, ab heute, für die Erhöhung auf 10 Euro. Danke sehr. Das ist wieder ein Applaus wert und damit schließen wir die Runde. Ich würde euch aber bitten, für ein Foto noch zur Verfügung zu stehen, für ein Gruppenfoto, also noch ein bisschen zu bleiben. Ihr alle auch, wenn es geht. Was wollte ich noch sagen? Heute Nachmittag sind wir in Freising, da fahren wir jetzt hin. Also wer heute Nachmittag nicht zum Flughafen fährt und nach Spanien fliegt, der ist gerne eingeladen, auch nach Freising zu kommen. Dort machen wir diese Aktion auch noch einmal. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart und noch einen schönen Nachmittag mit uns in Freising natürlich. Wir sehen euch alle wieder. Tschüss, danke sehr. So, die Kellen werden wieder eingesammelt, weil man höre und staune, die sind irre teuer. Deswegen nimmt Peter die auch gleich wieder an sich. Ihr könnt gehen, höre ich gerade. Dankeschön. Vielen Dank für die Geduld. Ja, ja.